Geschafft. Dafür verteilt das Universum die Bestnote an dich. Wusstest du, dass die viel zitierten Prüfungen des Lebens keine Erfindung der Poesie sind? Es gibt sie wirklich und nicht zu knapp. Auch der kritische Gott, der streng auf seine Menschenkinder blickt und alle Verfehlungen tadelt, ist keine reine biblische Erfindung. Wer spirituell einigermaßen mit dem Universum auf Du und Du steht, weiß, manchmal müssen wir beweisen, dass wir all das wirklich wollen, was wir an Wünschen und Sehnsüchten in unsere Gebete und Bestellungen legen. Ein Menschenherz ist nie zufrieden und das ist bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut so. Wären wir bereits am Ziel, welchen Sinn hätte unser Leben dann noch? Wir möchten dir heute ein paar Zeichen vorstellen, die dir direkt von ganz oben mitteilen sollen, dass du die Prüfung des Universums bravourös bestanden hast. Du hast dich ganz hervorragend geschlagen und daran kannst du es erkennen. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Dein größter Wunsch ist es, der Welt etwas zurückzugeben. Hast du dich den Prüfungen des Universums als würdig erwiesen, wirst du feststellen, dass du eine wichtige Rolle im Gefüge der Weltenseele spielst. Du bist hier kein Einzelkämpfer, sondern ein Rädchen im Getriebe, das die Welt und alles um dich herum am Laufen hält. Ab diesem Moment der Erkenntnis erwacht der Wunsch in dir, dich aktiv am kosmischen Weltgeschehen zu beteiligen. Du möchtest deinen Beitrag leisten und du möchtest etwas von all dem Guten zurückgeben, das man dir hat zukommen lassen. Nummer 2. Du bist erfüllt von Dankbarkeit und Demut. Menschen, die auf der VIP-Liste der höheren Mächte ganz oben stehen, haben es gut. Aber sie sind sich dessen auch bewusst und zwar jeden Tag 24 Stunden lang. Gesegnet und ein Liebling des Schicksals zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Hat man sich diese Lorbeeren einmal verdient, weiß man um die Bedeutung des eigenen Lebens. Dankbarkeit ist daher die logische Konsequenz, die daraus folgt. Und Bescheidenheit und Demut schaden auch nicht, denn schließlich könnte das Blatt sich jederzeit wieder wenden. Nummer 3. Negative Gefühle haben keine Chance mehr. Welchen Grund könnte man als Günstling der Götter noch haben, schlecht gelaunt oder mies drauf zu sein? Warum sollte jemand, der alles hat, inklusive dem Wohlwollen der höheren Mächte, anderen Menschen ihr Glück missgönnen, ihre Erfolge kleinreden oder der eigenen Lebensfreude im Weg stehen? Es gibt keinen Grund. Daher wirst du nach dem erfolgreichen Absolvieren deiner kosmischen Prüfung ein glücklicher und durch zufriedener Mensch sein. Versprochen. Nummer 4. Synchronizitäten pflastern deinen Weg. Immer ein Hingucker sind die universellen Zeichen, die an Deutlichkeit und Informationsgehalt kaum zu überbieten sind. Bist du eine Runde weiter im Frage- und Antwortspiel des Allerhöchsten, dann wird jeder deiner Wege gesäumt sein von allerlei magischen Zufällen und anderen Omen. Diese können unterschiedlicher Art sein, aber du wirst sie erkennen können. Und wichtiger noch, du wirst auf Anhieb wissen, wer der Absender dieser himmlischen Botschaften ist. Nummer 5. Das göttliche Timing ist immer perfekt. Wenn wir nach einer Prüfung des Universums eine Sache mit Sicherheit wissen, dann diese. Das Timing der höheren Mächte ist immer perfekt. Wir werden trotzdem unsere Schwierigkeiten damit haben. Meistens geht uns alles viel zu langsam. Dann wieder überschlagen sich die Ereignisse und wir können kaum atmen vor lauter glücklichen Fügungen. Doch egal wie, es wird immer stimmig sein und gut, genauso wie es ist. Nummer 6. Du nimmst jede Veränderung dankbar an. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir beim Universum hoch im Kurs stehen, ist dieses. Wir verlieren unsere Scheu vor Veränderungen. Was uns bis vor kurzem noch angsterfüllt in die ungewisse Zukunft blicken ließ, ist jetzt bedeutungslos. Wir haben erkannt, dass Veränderungen zum Leben dazugehören, wie die Geburt und der Tod. Sie sind nicht verhandelbar, deshalb sind sie auch keine Sorge wert.
Wir blicken allem gelassen entgegen, was das Schicksal uns auftischen wird, weil wir wissen, wir sind damit nicht allein. Jemand führt uns und passt auf uns. Nummer 7. So wie du jetzt durchs Leben gehst, das ist dein wahres Selbst. Ein besonders schöner Nebeneffekt einer erfolgreich absolvierten kosmischen Prüfung ist dieser. Du lernst dein wahres Ich kennen. Endlich ist Schluss mit Vortäuschen und dem Spielen einer Rolle. Du weißt, dass du vollkommen in Ordnung bist und dass du niemanden mehr künstlich beeindrucken musst. Du schämst dich deiner Gedanken und Gefühle nicht länger und deine Träume werden endlich als Teil von dir anerkannt. Es wird ein absolut berauschendes Gefühl von Freiheit sein, das dich beseelt, sobald du einen universellen Test bestanden hast. Nummer 8. Du bist im vollkommenen Frieden mit der Welt. Was in dir begonnen hat, nämlich das Finden von Balance und Harmonie, trägst du in weiterer Folge hinaus in die Welt. Die Menschen um dich herum erkennen dein inneres Leuchten und sie spüren die Veränderung, die sich vollzogen hat. Deine Freundlichkeit und deine positive Energie sind ansteckend und bewirken in kleinen Schritten großartige Veränderungen in deinem Umfeld. Du wirst zum Segen für deine kleine Welt und davon wiederum profitiert das ganze Universum. Es wird sehr zufrieden mit dir sein. Unser heutiges Fazit: Freu dich nicht zu früh, nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Falls du nun denkst, dich für alle Zeiten bequem zurücklehnen zu können, irrst du dich leider gewaltig. Das Universum und auch Gott haben noch so einige Pfeile in ihrem Köcher, die auf unser Durchhaltevermögen, unsere Willensstärke und unsere Motivation abzielen. Wir haben diese Gaben nicht umsonst mitbekommen. Ein Gebet und eine Bestellung beim Universum können vieles regeln und alles in die Wege leiten. Aber ganz ohne unser Zutun wird nichts daraus werden. Prüfungen des Himmels sind wichtig, um die Bodenhaftung hier auf der Erde nicht zu verlieren. Doch keine Sorge, man wird uns nie mehr zumuten, als wir bewältigen können. Gott und das Universum haben eines gemeinsam. Sie lieben die Menschen und sie wollen nur das Beste für uns. Daher werden wir immer wieder mit Prüfungen der kosmischen Art konfrontiert werden, die uns stärken und wachsen lassen sollen. Das Beste für uns ist aus Sicht des Allerhöchsten, nämlich immer besser zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.